Es ist ein Sport, bei dem man so ziemlich alle Muskelgruppen braucht. Es ist kein Haltungssport, bei dem man auf die Schönheit achten muss, sondern bei dem Technikfragen einen sehr viel weiterbringen können und wo, wenn man einen Fuß dreht, einem das einen kompletten Boulder erleichtern kann oder ähnliches. Heute ist sogenanntes Publikumsbouldern. Wir wollten die Gunst der Stunde nutzen, dass sie auch nach Hause gehen und sagen, Mama, Papa, ich will jetzt in den Alpenverein, da kann man bouldern. Für mich ist es einfach die Herausforderung, weil einfach es gibt Routen, die sind ziemlich schwer. Und es gibt vielleicht auch mal Sprünge oder so, wo man nach oben greifen muss, wo man ein paar Versuche braucht und dass dann halt auch noch ein paar Versuche klappt und dass dann halt das Erfolgserlebnis da ist. Ich finde dieses dynamische Klettern viel cooler als das mit Kraft, keine Ahnung. Dass ich da dran gekommen bin, mich festhalten konnte, ist eine Herausforderung gewesen.